Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was machen wir denn heute? Ja, heute haben wir auf dem Gabentisch hier was wieder aus Frankreich zu stehen. Abbaye de Vauclair, wow, Imperial Ale haben wir jetzt hier. Aus dem Lidl, die letzte große Flasche, die wir hier haben. Ich glaube, es müsste sogar die letzte Flasche, nee, stimmt nicht, eine haben wir noch. Aus dieser Lidl Craft Beer. Ja, internationale Biere Aktion, die ja zweimal in kurzen Abständen, wie gesagt, im Lidl erschienen ist. Und somit haben wir jetzt hier mal dieses Fläschchen hier, was ich aus dem Kühlschrank geholt habe. Ja, wir haben ja schon mal ein Abbaye de Vauclair getrunken gehabt und haben wir festgestellt, naja, das ist ein interessantes Design, aber das ist schon eher ein bisschen spezieller. Irgendwie war es nicht ganz so. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Imperial Ale hier tatsächlich als Starkbier wieder mal gekennzeichnet so zu bieten hat. Vom Etikett her sieht es natürlich wieder sehr edel aus, sehr nobel aus, auch von der Flasche. Die kommt hier in so einem matt-schwarz daher. Das hat natürlich schon so einen gewissen, ne? So wieder so dieses Majestätische, wo ich sage, was mir ja auch als Hedonist durchaus, sage ich mal, gefällig ist. Auch das Kirchenfenster und das Kreuz ist hier oben wieder abgebildet. Da erkennt man es ganz gut, dass man es mit diesen Abbaye de Vauclair zu tun hat. 7,5% Umdrehungen hat das Ganze. Und jetzt kommen wir mal zu der Zutatenliste. Ja, das ist auch was Fröhliches, Leute. Was haben wir denn da drin? Da haben wir Wasser, Gerstenmalz, Glukosesirup, Hafer, Weizen, Roggen, Koriander, Hopfen, Orangenschalen und ja, das war's gewesen. Kein Zucker. Naja, das können wir schon mal beruhigt sein. Also auf jeden Fall nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Hergestellt und gebraut in Frankreich direkt und ja, Vertrieb hier für Lidl, bla bla und ja. Saint-Omer gebraut. Nein, das ist doch schon mal was. Also Gruß geht raus an die Franzosen. Können wir die auch mal hier ein bisschen auf dem Kanal so ein bisschen abarbeiten, weil wie gesagt, Frankreich hängt bei den internationalen Bieren tatsächlich richtig weit hinten. Und das liegt nicht daran, dass die keine schlechten oder dass sie schlechte Biere haben, sondern einfach, weil wir noch keine beziehen konnten. Und ich finde das so krass, wir haben den Klassiker aus Frankreich immer noch nicht getrunken. Ich muss versuchen, diesen noch zu besorgen, sodass wir den hier auf jeden Fall auch noch vorstellen können. Das ist ja schon fast ein Skandal. Mario muss ich an dieser Stelle, Grüße gehen raus an Mario. Wer ihn nicht kennt, schaut euch die ersten Videos an. Ja, der ist da mir im Vorteil, weil der hatte sich ein Bierpaket damals bestellt gehabt, 2018, wo er das vorgestellt hat. So, würde ich sagen, zeigen wir jetzt mal als Biersüffler wieder, wie untalentiert wir sind, indem wir hier diese komischen Sachen hier mal aufmachen tun. Das ist hier keine Kapsel, sondern das ist wieder mit einem Korken. Wir lösen die Lasche. Die sieht übrigens so aus. Hat das einen speziellen Namen? Ich weiß es gar nicht. Ich leg's mal hier hin. So, und jetzt brauche ich einen Korkenzieher, oder kann ich das auch so öffnen? Ich versuche es mal so. Ach, das geht ja doch recht einfach. Wow, okay, offen ist er. Ich habe mich ja schon bei der letzten Flasche gesagt, ich mag es nicht. Das gehört in eine Weinflasche, aber nicht in eine Bierflasche, Freunde. Entspannungsverdampfung, auf jeden Fall ordentlich, kommt raus, sieht gut aus. Und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Wir haben natürlich wieder Bierdurst. Oh, kommt ein bisschen ruppiger ins Glas. Ich mach mal den Einschank ein bisschen niedriger. So, da kam ein bisschen ruppig rein, ne? Wundert mich eigentlich, weil eigentlich von der Flaschenform selbst, also vom Hals, sollte gerade diese Longneck-Geschichten eigentlich eher einen geraden Einschank geben. Hatten wir ja schon mal gehabt, Eigenschaften oder Attribute der Flaschendesigns, wie sie sich tatsächlich am besten machen. Naja. Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Finde ich schon mal gut. So, da haben wir auf jeden Fall ein fingerbreite Blume. Die ist cremeweiß. Fein bis mittelporig. Ein paar Luftbläschen sind drauf. Und wenn wir das mal so schwenken tun, ja auch hier, dann sehen wir auch, schön bleibt an der Glaswand haften. Mit geschultem Auge würde ich sofort sagen, 90 Sekunden Standard bleibt das da schön im Glas drin stehen. Schaut mal selbst. Sieht doch wieder anständig aus, finde ich gut. War übrigens bei dem anderen, was war das nochmal für eins? War das ein Ember gewesen? Ember Bitter, ne? Da war das genauso. Ja, finde ich gut, wird auf jeden Fall 90 Sekunden halten. So, ich halte es mal gegen das Licht. Was haben wir da? Da haben wir wieder ein bernsteinfarbenes Bier. Ja, klar,
Ne? Schön dunkles Getreidegold, geht im Farbspektrum deutlich ins Orangene mit rein. Ganz klar, Bernsteinfarben finde ich gut. Es ist ein Hochglanz, schön glänzend. Hat eine entsprechende Tiefe. Schön deep, alles andere als wässrig. Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher oder Inselchen, finde ich auch gut. Und von der Karbonisierung her würde ich fast sagen, eher ein bisschen schwerfälliger. Wenig Perlung, wenn ganz knapp durchschnittlich. Aber Tendenz ist ganz klar eher ein bisschen weniger. Sieht erstmal soweit okay aus. Ja, würde ich sagen, sieht anständig aus. Wenn man mich fragen würde, wie würdest du es bewerten, würde ich hier ganz klar sagen, finde ich okay. 5 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik, finde ich erstmal ansprechend, finde ich gut. Und was war das jetzt hier? Imperial. Okay, ein Imperial. Da wollen wir mal schauen. Ja, finde ich gut. So, dann wollen wir mal gucken, wonach es duften tut. Oh. Mhm. Vom Bouquet her ein bisschen zurückhaltender als das vorige, was wir getestet hatten, aus der gleichen Brauerei. Ja, hat jetzt auch nicht ganz so viele Umdrehungen, deswegen Alkoholkante rieche ich jetzt persönlich erstmal nicht raus. Also es riecht jetzt nicht alkoholisch. Leicht fruchtig und ein schöner, ausgeprägter Malzkörper, der sich wirklich in Lieblichkeit präsentiert. Das finde ich schon mal sehr schön. Dadurch entsteht natürlich so eine leichte Brotigkeit, die auf Fruchtigkeit trifft. Das ist mir ja auch noch nie passiert. Du sollst das Bier nicht riechen. Wisst ihr noch ganz früher? Sneef mal weg, das Zeug, ne? Leute, das ist sehr, muss ich sagen, mild ausgeprägt, aber raffiniert. Also es ist ein sehr schönes Bouquet. Das erinnert mich ein bisschen an Frühling, Sommer. Passt tatsächlich gut in die Jahreszeit rein. Sehr frisch, sehr naturell, sehr, ich will schon fast sagen, blumig vom Charakter her. Sehr schön ausgeprägtes Bouquet, gefällt mir. Ihr Lieben, würde ich sagen, probieren wir mal wieder, ne? Genau, der Antrunk. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh. Oh. Oh, oi, 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 oi. Das ist ja kein Vergleich mit dem, was wir davor hatten aus der Brauerei. Das ist ja mal eine ganz andere Liga hier. Und das wird spannend, das wird spannend. Erste Assoziation, Antrunk, Bier läuft im Mundraum rein. Komplex ist das Erste, was mir einfällt. Das ist ein komplexes Bier. Da wird es eine Menge drin zu entdecken geben, glaube ich. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass ich von der Temperatur fast ein bisschen zu kühl bin. Das heißt, diesmal Gottlob, dass wir hier unsere Softboxen haben, die das Ganze ein bisschen von der Temperatur ein bisschen erwärmen. Weil ich glaube, das ist ein Bier, das möchte ein bisschen wärmer getrunken werden. Ja? Nicht ganz so kühl. 6 Grad, 7 Grad ist vielleicht schon so ein bisschen zu kühl, sage ich mal. Weil da sind Aromen drin, die wollen sich ein bisschen entfalten. Die brauchen eine gewisse Zeit. Folglich, vom Antrunk her bewegen wir uns hier ganz klar bei einem gemütlichen Bier. Ich werde auch gleich dazu kommen, warum ich es nicht als Hybride einstufen möchte oder gar als dynamisches Bier. Ganz einfach, weil das ist jetzt hier nicht nur, weil es ein Starkbier ist mit 7,5% Umdrehungen, sondern einfach auch, weil es ungerecht wäre, weil, wie gesagt, sich sehr, sehr viel im Hintergrund abspielt. Da wird sich sehr, sehr viel entwickeln noch. Gerade wenn es ein bisschen länger im Mundraum sich bewegt, ein bisschen Temperatur anzieht, dann gibt es einfach noch ein paar bessere Nuancen tatsächlich frei. Und deswegen ganz klar genüssliches Bier, aber sowas von. Ja, ein schönes Einsteiger-Experiment. Wenn ihr mal wissen wollt, was ein komplett genüssliches Bier ist, könnt ihr durchaus beim Lidl da mal jetzt so zugreifen. Hier bei diesem Fläschchen, dann wisst ihr, was ich meine. So, das ist mir zu komplex, um jetzt noch mehr beim Antrunk, wie gesagt, sagen zu können. Deswegen, ja, die Attribute, ganz klar, Genüsslichkeit steht hier im Fokus. Aber da möchte ich nochmal von den Aromen nochmal ein bisschen präzisieren. Aus diesem Grund gehen wir da jetzt nochmal rein. Mal ein bisschen Virologie betreiben wieder, ne? Cheers. Ja. Das haut mich um hier.
Oh Gott, das ist schwierig, Leute. Das sind Biere, die, wie gesagt, mich als Biertester, als jemand, der Bierfeedback da lässt, wirklich, selbst wenn es nur subjektiv ist, was ich hier mache, aber auch tatsächlich ein bisschen überfordert. Das ist eine Aromakomplexität. Das ist ja irre. Also das ist ja weit entfernt vom deutschen Industriestandard. Da hat man ja Respekt vor, Mensch. Abaye de Vouclair. Ja, das ist es. Vielleicht sollten wir mit der Frage beginnen, mag ich es oder mag ich es nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es. Ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Also wesentlich besser als das, was wir gestern hatten. Ich versuch's mal. Fangen wir mal wieder mit den Basics an. Der Malzkörper, der ist durchaus wahrnehmbar. Er bringt wieder Lieblichkeit mit, eine leichte Getreidigkeit. Also wir haben ja, wie gesagt, Gerstenmalz, Weizen und Roggen drin. Ein schönes Dreiergespann. Einzeln kann ich sie nicht rausschmecken. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Störtebecker Brauerei aus Stralsund, Grüße gehen raus, haben wir ja hier auch unsere Roggengeschichte gehabt. Da habe ich auch so ein bisschen tatsächlich was anderes dann auf der Zunge gehabt. Hier gelingt es mir nicht, die einzelnen Malzsorten, Getreidesorten herauszuschmecken. Ich merke nur diese Feinabstimmung, die ist vorhanden. Also man merkt, da spielt sich ein bisschen mehr ab, als das, was man normalerweise ja vom Malzkörper kennt. Ohne aber ein Getreidesilo zu sein. Wisst ihr, was ich jetzt meine? Es ist jetzt nicht so intensiv wie zum Beispiel das Luther Reformationspilz oder das Männerstolz, was wir schon mal probiert haben, die ich immer als Referenzbiere gerne hervorziehe, wenn es um einen ausgeprägten Malzkörper, wenn es um Getreidigkeit geht. Hier hingegen deutlich präsent, aber nicht aufdringlich, nicht aufgesetzt, nicht vordergründig, eher sekundär. Gehen wir mal weiter. Fruchtkörper, Fruchtkomponenten sind vorhanden, merkt man auch, und die werden jetzt nicht einzeln dargestellt in diesem Bier in der Textur, sondern werden begleitet durch Gewürze. Da haben wir Koriander, da haben wir Nelken, da haben wir diese Orangengeschichte. Was war das? Orangenschale. Ja, Orangenschale. Das sind so diese Sachen, die man da auch merkt, die sich aber nicht nur auf dieser Orangenbasis abspielen, sondern da sind auch noch andere Früchte mit bei. Das ist überreife Apfel, überreife Birne, ganz klassisch. Irgendwas Tropisches ist da auch noch mit drin, aber ebenfalls sekundär. Das heißt, es ist nie etwas da, was nach vorne kommt. Weder beim Malzkörper noch beim Fruchtkörper. Das Einzige, was ein bisschen nach vorne kommt, das ist jetzt hier diese Alkoholkante. Die merkt man so ein bisschen, die ummantelt das. Aber die ist jetzt auch nicht unangenehm, weil diese Alkoholkante das Ganze so ummanteln tut. Das ist sehr... Deswegen, ich sage, es ist komplex. Mich irritiert nur etwas, und da bin ich noch nicht so ganz sicher, auch wenn ich schon ein paar Schluck genommen habe. Ja, das ist schon geil, ne? Ja, das ist schon... Das ist schon ein kleiner Bierfick, ne? Sowas in diese Richtung. Das ist schon hier. Das ist sowas hier. Also für ein Lidl-Bier muss ich sagen, das läuft. Im Abgang hinten ist es leicht trocken wieder. Es ist so wieder so ein typischer Dry-Vertreter. Aber jetzt nicht zu sehr. Also selbst für mich, für jemand, der trockene Biere nicht so mag, da passt was. Es ist gut abgestimmt, es ist gut ausbalanciert. Aber ich versuche jetzt trotzdem mal, ich muss mir nochmal nachschenken. Also für ein Starkbier muss ich sagen, süffelt sich das gut weg. Das ist süffig, ne? Aber ohne wuchtig zu sein. Ich glaube, dieses Bier hier macht alles richtig. Aber ich will es noch nicht aussprechen. Ich will es noch nicht aussprechen. Jetzt spreche ich es doch aus. Was mich stört, ist, dass die Aromen aufeinander liegen. Die verlaufen parallel zueinander.
Ich würde es besser finden, wenn sie nacheinander, aber es ist auch Geschmackssache, ne? Also ich würde es besser finden, wenn die sich so nacheinander alle entwickeln würden, weil dann hat man, glaube ich, mehr von. Also so sehe ich die Sache. Ich bin so ein Freund. Ich mag Biere, das wisst ihr aber auch, ich mag Biere, wo sich die Aromen nacheinander steigern und einzeln wahrzunehmen sind. Hier liegt ganz viel aufeinander. Das ist irgendwie so ein Mix, so ein Aromamix. Also es ist so wie, wie sagt man, so wie ob alles in eine Gussform gegossen worden ist, die vorher aber umgerührt ist. So, wisst ihr, was ich meine? So in diese Richtung. Macht das Ganze dadurch komplex, macht das Ganze als besonders. Wenn man mich jetzt fragen würde, orangene Etikett oder schwarze Etikett, würde ich ganz klar sagen, nehmt euch beim Lidl hier das mit dem schwarzen Etikett mit. Also hier dieses Imperial Ale. Das ist gut, Leute, das ist gut. Das ist für Lidl und für den Preis ist das wirklich gut. Also an die Franzosen hier, nicht nur hier mit dem Beaujolais Wein, ja, oder mit dem Dom Perignon oder was da noch alles gibt, ja, Frankreich, ja, sondern hier auch mit dem Bier, mit dem Abagé oder Abagé de Vauclair, ist das hier tatsächlich gar nicht mal schlecht, Leute. Das ist ein gutes Bier. Und für ein Starkbier läuft das richtig gut rein. Also das ist so, da hast du einen Spaß mit, ne? Das ist erstaunlich süffig, Leute. Das ist wirklich richtig cool. So, also fassen wir zusammen. Abagé de Vauclair aus Frankreich. Starkbier, 7,5% Umdrehungen mit Gerstenmalz, Weizenmalz und Roggenmalz drin. Gewürzen und Fruchtkomponenten. Muss ich sagen, ist solide. Für diesen Preis ist das wirklich sehr komplex und wirkt dadurch tatsächlich hochwertig. Wirkt wie ein hochwertiges Bier. Da kann man jetzt nicht viel kritisieren, außer dass ich jetzt finde, in der Kreativität, in der Textur selbst, dass sich das alles parallel zusammenmischt. Besser wäre es, wenn es sich einzeln entfalten würde. Vielleicht soll das aber auch so sein. Vielleicht ist es volle Absicht, dass sie dann in Frankreich genau das mögen. Wie gesagt, ich bin da keine Experte, was da Ländersache da, wie die damit ihre Biere da machen halt. Ne? Frankreich und Bier, hört es bei mir auch schon fast auf. Ne? Ich finde es gut. Und hier auf dem Biersüffler geht es ja um subjektive Bewertung. Und aus diesem Grund möchte ich es auch so bewerten. Ich finde das durchaus als besonderes Bier lecker. 5 von 5/6 möglichen Punkten ist es mir wert. Damit ist Biersüffler draußen. Ich gebe eine Empfehlung raus und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.